Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Einführung des Genmais auf bayerischen Äckern und der eventuellen Vermeidung. Beginnen wollen wir aber mit der noch größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort hier Volksabstimmungen. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung mit aufzunehmen. Wir haben ja mit zwei Volksbegehren jetzt die Themen Bildung bedient, Abschaffung der Studiengebühren und jetzt G8, G9, und wir wollen da eins draufsetzen. Wir wollen die Bürger auch zu einer dritten Startbahn oder zur Frage Gentechnik in Bayern ja oder nein mit abstimmen lassen. Deshalb unser Gesetzesvorschlag, und ich hoffe, dass Seehofer hier den Zug erkennt und aufspringt. Bayern ist ja im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder auch zum Bund hier mustergültig. Ich erinnere an die vielen Volksabstimmungen, die in den letzten Jahren gelaufen sind, wenn wir jetzt das Thema Raucher betrachten. Also da gab es ja die große Volksabstimmung, und wir brauchen uns hier in Bayern nicht verstecken. Ich glaube sogar, dass wir hier mustergültig und federführend sind. Und wir haben als SPD ja den Gesetzesentwurf eingebracht, dass eben Volksbefragungen durchgeführt werden sollen. Aber das ist ja leider auch nicht durchgegangen. Ich meine, in unserer aktuellen Zeit, im 21. Jahrhundert, ist das durchaus ein legitimes Mittel, einfach erstens mal der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, Transparenz herzustellen und einfach auch wirklich den Dialog zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern auch über die Wahlen hinaus zu gestalten. Ja, Volksabstimmungen, wenn es denn spannend ist, und da gehe ich davon aus, wenn es regional um ein Problem geht, dann sind die Bürger natürlich auf dem Weg, und es ist ja gut so. Anders heißt, wenn ich so flächendeckend sehe, dann habe ich schon eine Meinung, dass ich mir denke, dann wird es wieder nicht angenommen. Wir sehen ja auch da und dort und spüren ein bisschen Verdrossenheit, was die Politiker so machen, und alle Gewalt geht vom Volke aus, und das sollte man nicht nur regelmäßig bei Wahlen zum Ausdruck bringen, sondern auch darüber hinaus der Bevölkerung die Gelegenheit geben, für wichtige bayernweit relevante Themen in Volksabstimmungen ihr Votum abzugeben. Die Einführung von Genpflanzen in Bayern ist ja umstritten. Deutschland hat sich im Februar bei der Abstimmung im Europaparlament enthalten. Somit ist der Weg für Genmais geebnet. Stellt sich für die Gegner natürlich die Frage, kann der Anbau in Bayern noch verhindert werden? Sicher ist wichtig, dass man darauf achtet, dass Bayern gentechnikfrei bleibt. Wir schaffen es, ist natürlich eine entscheidende Frage. Wir wissen, wir bekommen aus Übersee Soja, der Gentechnik verändert ist. Also ist es schon ein Auge drauf zu werfen, dass wir das erfüllen können. Aber nun gibt es ja auch schon ein paar Felder, die diesen neuen Monsanto-Mais angepflanzt haben. Und das ist ja auch vor allen Dingen für Imker ein großes Problem, die mit ihren Bienen damit die ganze die ganze Honigernte als solches aufgeben mussten, weil da schon ein wenig Gentechnik drin war. Also ist es überhaupt noch einzudämmen? Ja, Sie haben es richtig gesagt, drin war. Aber zwischenzeitlich ist auch eins eingestellt worden. Es gab verschiedene Züchtungen, es gab Pflanzenzuchtanstalten, sage ich jetzt einmal, wo das einmal war. Aber es ist eingestellt worden. Es ist also in Bayern, wird also das nicht mehr weiter forciert und nicht mehr weiter darauf gestärkt, dass also Pflanzenzüchtungen gemacht werden in dem Bereich. Also Bayern möchte, und das war ja auch der Beschluss, dass wir also gentechnikfrei bleiben, und das natürlich auch in Niederbayern. Ich bin überzeugt, dass wir hier die Bevölkerung mobilisieren müssen. Und es war schon ein politischer Skandal, dass sich die Vertreter der deutschen Bundesregierung in Brüssel nur zu einer Enthaltung durchringen können und kein klares Nein zum Thema grüne Gentechnik formulieren konnten. Jetzt geht es darum, das Ding grüne Gentechnik in Bayern zu einem No-Go zu erklären und zu sagen, das geht bei uns überhaupt nicht. Staatsregierung, du musst alles tun, damit keine Gentechnik auf bayerische Felder kommt. Ja, zum einen, wir haben einen Antrag eben eingebracht, dass wir in Bayern eben auf gentechnikveränderte Organismen verzichten sollen.
Das andere, was wir eben auch wollen, also wo wir als SPD im Landwirtschaftsausschuss den Antrag einbringen, dass die Abstandsflächen vergrößert werden. Also diese 1000-Meter-Regelung muss auf mindestens 2000 Meter ausgeweitet werden. Also wenn Windräder schon so gefährlich sind, dass man eine 10H-Regelung braucht, also was für Windräder gilt, muss für Genmais allemal gelten. Von daher wäre es eine ganz sinnvolle Angelegenheit, hier zum Beispiel auch die Abstandsflächen zu erweitern. Und ja gut, ich meine, jeder hat eigentlich auch gewusst, für was Angela Merkel steht als Bundeskanzlerin, und zwar eben für Gentechnik. Sie hat trotzdem 40% Zustimmung bekommen. Das Korrektiv aus Bayern, Horst Seehofer, war letzten Endes die Ausländermaut wichtiger im Koalitionsvertrag als der Genmais. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, wo sind die Wertigkeiten bei der bayerischen Staatsregierung beim Straßenbau oder beim Genmais. Und ich denke, da müsste man wirklich auch schauen, dass man mit gemeinsamer Kraft halt einfach das ermöglichen. Beispiel, Landkreis Rottal-Inn hat vor vielen Jahren schon gesagt, wir wollen keinen gentechnikmanipulierten Mais. Wir waren hier sehr federführend. Damals hat man gesagt, ja, Europa wird das regeln. Im Gegenteil, wir haben in Europa so lange hingebohrt, dass man gesagt hat, die Länder können es entscheiden. Und wenn unsere Menschen, unsere Bauern sagen, ich kaufe mir keinen Sinn Mais, ich baue es nicht an, dann haben wir nicht. Die Politik hat ein Handling dazu, ich sage jetzt einmal, ein bisschen eine Federführung dahingehend, dass man Menschen dahin führt, verantwortungsvoll mit der Ernährung umzugehen. Und Situation ist natürlich jetzt der Samen, und der muss passen. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren. Volksentscheid kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagerten Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist,
dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen. Und wir möchten das eben, also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht, also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht, entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sehen wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne das Volk. Befürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihre Souveränität als Volksvertreter? Nein, 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 nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän in der, als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung, das heißt Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle, also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat. Und zwar verbindliche Kompetenzen, wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen
Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.